Hallo und herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und im heutigen dritten Teil der Stretching-Reihe zeige ich euch verschiedene Dehnübungen für die Beinmuskulatur, die ausgewählte Zielübungen verbessern oder ermöglichen. Ihr seht zu jeder Muskelgruppe aktiv-dynamische, aktiv-statische, passiv-dynamische und passiv-statische Übungen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch den zweiten Teil der Stretching-Reihe an. Eine gute Beweglichkeit im Bereich der Oberschenkelrückseite ist wichtig, um zum Beispiel einen Wiener Handstand, einen V-Sit oder Toes to the Bar ausführen zu können. Wichtig ist hierbei, die Zehenspitzen in Richtung Knie zu ziehen, um die Dehnung zu verstärken. Versucht auch beim passiven Dehnen immer den Antagonisten mit anzuspannen, als würdet ihr die Dehnstellung durch die eigene Kraft verstärken wollen. Denkt immer daran, dass ihr regelmäßig über einen langen Zeitraum dehnen müsst, um Ergebnisse zu erzielen. Es ist wie beim Muskelaufbau oder Techniktraining. Das verbessert sich auch nicht in einer Woche. Nun seht ihr, wie ihr die Innenseite der Oberschenkel dehnen könnt. Diese Dehnung hat Vorteile, wenn man Straddle, also gegrätschte Bewegungen, ausführen möchte. Egal ob Flag, Frontlever oder Planche. Versucht dabei vor allem die Hüfte nach vorn zu drehen und nicht einfach nur den Rücken krumm zu machen, um weiter nach unten zu kommen. Im nächsten Teil seht ihr dann, wie ihr vor allem die Brust- und Schultermuskulatur dehnen könnt, um euren Handstand und eure Körperhaltung zu verbessern. Wenn ihr Fragen zu anderen zu dehnenden Körperteilen habt, dann schreibt mir einfach. Ich freue mich wie immer über Abos, Likes und Shares und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Dehnen. Bis bald, Alex.